Kampf in der Luft kam mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg auf. In einem Luftkampf zwischen zwei Jets geht es um Töten oder getötet werden. Ich wundere mich immer, wenn ich höre, dass einige unserer besten Piloten Luftkämpfe mit UFOs hatten. Ich bin Bill Scott, ehemaliger Flugtestingenieur. Ich habe von 1974 bis 1987 Flugzeuge getestet. Am 21. Februar 2008 wurde das Team der UFO-Hunter auf die March Air Force Base im kalifornischen Riverside eingeladen, um die Luftkämpfe zwischen UFOs und Kampfjets genauer zu untersuchen. Sie haben sensationelle neue Spuren entdeckt. Wir haben es mit den besten Beweisen der Ufologie zum Thema militärische Auseinandersetzungen mit UFOs in der Luft zu tun. Wir werden mit dem Piloten reden, der über Peru mit einem UFO gekämpft hat. Wir werden uns auch den Fall von Parviz Jafari ansehen, der 1976 über Iran mit einem UFO gekämpft hat. Das sind die beiden interessantesten Fälle. Basieren Sie auf Zeugenaussagen oder gibt es überprüfbare Beweise? Es soll Regierungsberichte geben. Die Beweise würde ich mir gerne ansehen. Dann mach dich bereit. Alles klar. Eine der unglaublichsten Geschichten ist die von Parviz Jafari, von der iranischen Luftwaffe. September 18, 1976. Ungefähr 11 Uhr abends. Die Menschen in Teheran werden von einem großen leuchtenden Flugobjekt verängstigt, das über der Stadt schwebt. Es ist kein Helikopter und keines der Flugzeuge, die man sonst am Himmel über dem Iran zu sehen bekommt. Zu dieser Zeit ist der Iran ein wichtiger Verbündeter der USA im Mittleren Osten. Wir sind 3 Jahre vor der Islamischen Revolution und dem Aufstieg Ayatollah Khomeinis entfernt. Da der Iran eine Grenze mit der Sowjetunion teilt, stellt das US-Militär der iranischen Luftwaffe ihre neuesten F-4 Phantomjäger zur Verfügung. In den Jafari-Fall war eine F-4 verwickelt. Damals war dies wahrscheinlich der beste Jet für Kämpfe in der Luft. Diese Szenen eines iranischen Fernsehfilms über den Fall sind außerhalb des Irans noch nie gezeigt worden. Darin sieht man auch Militärangehörige wie Parviz Jafari, die in den Fall involviert waren. Der Film benutzt die originalen Transkripte der Funkkontrolle. Zahlreiche UFO-Berichte erreichen den Kontrollturm am Flughafen Mehrabad. Zuständig in der Flugsicherungszentrale ist Hussein Pirusi. Er informiert schließlich die iranische Luftwaffe. Um 23.30 Uhr wird auf dem Sharoki-Luftwaffenstützpunkt in Hamadan, 280 Kilometer südwestlich von Teheran, eine F-4 startklar gemacht. Kapitän Aziz Khane, der erste Pilot, hebt ab, um sich das Objekt genauer anzusehen. 10 Minuten später schickt der Stützpunkt noch eine F-4 in die Luft. Der Pilot ist Parviz Jafari. Jafari war zu dieser Zeit Major.
Er wurde eingesetzt, um das seltsame Licht über Teheran abzufangen. Ich bin Parviz Jafari, pensionierter General der iranischen Luftwaffe. Jafari schätzt das Objekt als so groß wie eine Boeing 707 ein. Er folgte dem Licht bis zur russischen Grenze, als sich plötzlich ein weiteres Objekt löste, das direkt auf Jafaris Jet zuflog. Ich hielt darauf zu, hatte es auf 12 Uhr, war dicht dran und plötzlich sprang es von hier nach dort. Einfach so. Von seiner Position aus schätzt Jafari, dass das Objekt im Bruchteil einer Sekunde 45 Kilometer nach rechts an ihm vorbeizog. Diese Geschwindigkeit lag jenseits der irdischen Flugobjekte. Ich fragte den Tower nach anderen Flügen und sie meinten, es wären ihnen keine bekannt. Während Jafari auf das Objekt zufliegt, erlebt er etwas Unglaubliches. Da kam sowas wie ein Mond heraus. Ein zweites Objekt kam aus dem ersten? Noch ein Objekt unterhalb des Horizonts. Es flog auf mich zu. Das zweite kugelartige Objekt löst sich unterhalb der dreieckigen Lichter und rast auf Jafaris F4 zu. Obwohl Jafari mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, umkreist das Objekt in Ruhe seinen Jet, als würde er stillstehen. Now imagine. Stellen Sie sich das vor. Ich fliege also fast so schnell wie der Schall und etwas umkreist mich. Nachdem es Jafaris Jet umkreist hat, kehrt die Kugel zu dem diamantförmigen Flugobjekt zurück, das immer noch ungefähr 40 Kilometer entfernt in der Luft schwebt. Für einen Moment denkt Jafari, dass die Gefahr vorbei ist. Zu seinem Erstaunen löst sich aber noch eine Kugel und rast ebenfalls auf seinen Jet zu. Jafari vermutet einen Angriff. Er macht sich bereit, eine hitzesuchende AIM-9-Rakete abzufeuern. Doch nichts passiert. Die grünen und roten Lichter signalisieren Feuerbereitschaft. Ich schaute auf die linke Anzeige, aber sie funktionierte nicht. Kein Licht zu sehen. Jafari vermutet, dass das UFO in der Hitze des Gefechts elektromagnetische Energie auf das Flugzeug gefeuert hat und damit alle Navigationsinstrumente, Bordelektronik und die Waffensysteme ausgeschaltet hat. Wehrlos gegen das unbekannte Flugobjekt erwägt Jafari, den Schleudersitz zu benutzen. Ich dachte, wenn es näher als 6 bis 8 Kilometer kommt, dann steige ich aus. Doch plötzlich dreht das Objekt um und kehrt zum größeren Flugobjekt zurück. Als es von mir wegflog, konnte ich das größere Objekt sehen, das unter das kleinere flog, welches dann verschwand. Jafari beschließt, dass es nicht länger sicher ist, das geheimnisvolle, diamantenförmige Objekt zu verfolgen. Er bekommt Erlaubnis, nach Teheran zurückzukehren, aber als er beidreht, realisiert er, dass die furchteinflößende Begegnung noch nicht zu Ende ist.
Als ich zurückflog, wurde ich wieder von einem dieser runden Objekte verfolgt. Im Anflug auf den Flughafen Mehrabad merkt Jafari, dass ihn ein weiteres kleines Flugobjekt verfolgt. Kurz vor der Landung wirft er einen Blick über seine Schulter und sieht das Objekt nach unten in die Wüste abdrehen. Ich sah den sandigen Boden. Es war sehr hell. Jafari erhält Befehl, das Objekt zu identifizieren, das hinter dem Stützpunkt zu landen scheint. Nach Augenzeugenberichten von Militär und Zivilisten schien das Objekt außerhalb von Shemiran abgestürzt zu sein. Es flog so schnell auf den Boden zu, dass ich dachte, es gibt gleich eine große Explosion. Aber es passierte nichts. Das Objekt kam auf dem Boden an und stoppte einfach. Nach der Landung in Mehrabad beschließt Jafari, seinen Vorgesetzten schnell einen Bericht über die Ereignisse der Nacht zu liefern. Doch außer dem iranischen Militär interessieren sich auch noch andere für seine Begegnung. Ich redete mit jemand von der amerikanischen Regierung und der hat sich jede Menge Notizen gemacht. Wie tief war die CIA in diesen Fall und seine Vertuschung verwickelt? Jafari wurde bei seiner Landung schon von CIA-Agenten und einem Colonel der amerikanischen Luftwaffe erwartet. Erstmals im Fernsehen zu sehen, der offizielle, nicht klassifizierte Militärbericht. Warum ging dieses Dokument bis ins Weiße Haus? Und was hat man am nächsten Tag an der Absturzstelle gefunden? ...1976 hatte Major Parviz Jafari eine unheimliche Auseinandersetzung mit etwas, das er für ein UFO hält. Er berichtete davon hochrangigen iranischen Militärs. Auch ein amerikanischer CIA-Agent war dabei anwesend. Der Agent verfasste einen Bericht, der nicht länger unter Verschluss ist und an CIA, Air Force, den Außen- und den Verteidigungsminister sowie das Weiße Haus ging. Der Titel war, Zitat, Iran berichtet von UFO-Sichtung. Dem Bericht zufolge wurde am 18. September 1976 gegen 23 Uhr ein UFO gesichtet. Abgesehen von Jafaris Bericht erhielt der Kontrollturm, Zitat, vier Anrufe von Bürgern aus Shemiran bei Teheran, die seltsame Objekte am Himmel gesehen hatten. Einige berichteten von einem vogelartigen Objekt, andere von einem Helikopter. Es waren zu dieser Zeit keine Helikopter in der Luft. Der Bericht bestätigt, was Jafari gesehen hat, inklusive des Verlustes der Bordelektronik. Zitat, als die F-4 sich auf 25 Seemeilen näherte, fielen Messgeräte und Kommunikation aus. Der Bericht bestätigt außerdem, dass zwei Objekte gesehen wurden. Eines größer als, Zitat, ein 707-Tanker. Und weiter, das zweite Objekt hielt mit hoher Geschwindigkeit auf die F-4 zu. Und dann, der Pilot versuchte eine AIM-9-Rakete auf das Objekt zu feuern, aber in diesem Moment fielen die Instrumente aus. Und er drehte um und führte ein Sturzflugmanöver durch, um zu entkommen. Am
nächsten Tag wurde die Crew mit dem Helikopter in die Gegend gebracht, in der die Anwohner den Absturz des Objektes gesehen hatten. Dem Bericht zufolge wurde die Gegend, Zitat, auf mögliche Strahlung untersucht. Mehr Informationen über diesen Fall gibt es nicht, oder sie sind weiter geheim. Ich habe es gesehen und glaube daran. Beeindruckt von Jafaris Geschichte und dem detaillierten Bericht des Verteidigungsministeriums will das Team drei der entscheidenden Elemente des Falles analysieren. Erstens, das Objekt konnte 40 Kilometer weit springen. Zweitens, es hat eine Kugel ausgesetzt, die schneller fliegt als alles, was der Mensch gebaut hat. Und drittens, wodurch könnte man die Elektronik eines der modernsten Kampfjets seiner Zeit, des F-4E Phantoms, ausschalten? Um das Ereignis zu verstehen und zu überprüfen, sind die UFO-Hunter und der ehemalige Testingenieur Bill Scott der Meinung, eine praktische Demonstration mit echten Kampfflugzeugen wäre das Beste. Das Team besucht das Air Combat USA Gelände in Orange County, Kalifornien. Ihr Stab besteht aus ehemaligen Kampfpiloten mit jahrelanger Einsatz- und Luftkampferfahrung. Ben Clerks, ex-US Air Force. Michael von Fetinghoff, Rufname Brown, ehemaliger Hauptmann der deutschen Luftwaffe. Hier fliegt die Marchetti SF-260, ein leichtes italienisches Kampfflugzeug, das mit Bomben, Raketen und Maschinengewehren ausgerüstet ist. Die Maschine wird als +6, -3 GS eingestuft. Sie geht auf 430 Kilometer die Stunde hoch und fliegt wie ein kleiner Kampfjet. Die Piloten und Bill Scott haben kalkuliert, dass man mit dieser Maschine die besten Resultate erzielt, wenn man alles im Maßstab 1:4 nachstellt. Das bedeutet 25% der Geschwindigkeit und 25% der Entfernung. Wir verwenden normale Flugzeuge, um einige dieser Begegnungen nachzustellen, weil man den Leuten zu Hause die Dynamik solcher Konflikte so besser nahebringen kann. Ja, wir verwenden andere Flugzeuge, mit denen ein paar Sachen nicht möglich sind, aber es wird trotzdem sehr anschaulich. Wir wollen die Ereignisse nachstellen und gehen mit zwei Fliegern hoch. Einer von uns wird das unbekannte Flugobjekt simulieren. Unser Sicherheitsabstand liegt bei 150 Metern. Im Notfall haben wir Fallschirme. Wir sagen Notplan, Notplan, Notplan und bestätigen den Schleudersitz. Lasst uns fliegen. Alles klar. Comet 1, Flug 3, fertig zum Start. Die von der Luftfahrtbehörde genehmigte Flugkampfzone liegt 13 Minuten entfernt, hoch über dem Pazifik, zwischen Long Beach und Catalina Island. Der Luftkampf beginnt. Das Team führt das erste Schlüsselelement des Falles durch, den Kilometersprung des UFOs in einer Sekunde.
Ahmed und der Baron spielen das UFO. Sie machen eine extreme Wende mit Höchstgeschwindigkeit. Es sprang von hier nach dort. Einfach so. Bill Scott und Joker folgen mit einem langsamen, gleitenden Start. Roger, wir simulieren eine Rechtswende und versuchen, das Ziel zu verfolgen. Damit simulieren wir, dass das Zielobjekt in kürzester Zeit um 10 Grad gesprungen ist. Führung Baron. Okay, Bill, haben Zielkontakt auf 9:30, 10 Uhr. Plötzlich sprang er in einer Sekunde auf ungefähr 9:30. Ja, es sah aus wie ein Sprung um 10 Grad. Er ist jetzt da drüben auf 11 Uhr. Ja. Dreh nach rechts ab, um ihn zu finden. Jedes Mal, wenn wir dran sind, springt er um weitere 10 Grad. Bei ca. 40 Kilometern ist das ein Sprung von fast 5 Meilen pro Sekunde. Ziemlich viel. Unverzögerte Beschleunigung. Ein Sekundenbruchteil und er ist 10 Grad weiter da drüben. Jetzt auf 11 Uhr. Auch in kleinerem Maßstab sind die Bewegungen von Ted und dem Baron für Joker und Bill unmöglich zu verfolgen. Stellen Sie sich dieses Szenario mit 1600 km/h vor. So was habe ich noch nie gesehen. Die zweite Simulation wird die enorme Geschwindigkeit demonstrieren, mit dem das zweite Objekt auf Jafaris F4 Phantom zuraste. Obwohl die Marchetti-Einpropellermaschine von heute weit entfernt von den Möglichkeiten eines F4 Phantoms ist, wird demonstriert, wie schnell das zweite UFO Jafari vorkam, als es seinen Überschalljet umkreiste. Wir checken rechts 90 und Baron gibt den Kurs an. Baron im Anflug. Roger. Nicht viel Platz für Fehler. So sieht es aus, wenn zwei Objekte mit 260 Stundenkilometern in verschiedenen Richtungen mit 15 Metern Abstand aneinander vorbeifliegen. Nur ein Flimmern. Man stelle sich dieses Szenario bei Nacht vor. Und sowohl Jafari als auch das UFO flogen mit einer kombinierten Geschwindigkeit von 3200 km/h. Das Team wiederholt das Manöver, diesmal noch schneller und enger zusammen. Am 19. September 1976, dem Tag nach dem Ereignis, wurde die Absturzstelle gesichert und auf Strahlung untersucht. Doch trotz anderslautender Berichte wurde laut Jafaris Aussage nichts gefunden. Ab nach Hause! Wie war's? Ihr kommt aufeinander zu mit 260 km/h. Ja, wir hatten 130 Knoten drauf und die anderen auch. Sind zusammen 320. Es passiert im Bruchteil einer Sekunde. Sie sind der dunkle Fleck am Horizont und ein paar Sekunden später rasen sie an dir vorbei. Mit über 480 Stundenkilometern. Er fliegt auf Kurs. Und als er plötzlich auf Verteidigung schaltet, weil das Objekt sich feindselig verhält, kann er die Raketen nicht entsichern. Wenn dir als Pilot die Instrumente ausfallen, steckst du tief in der Scheiße.
sollte eigentlich nicht passieren. Die Systeme wurden so entwickelt, dass sie das robusteste Stück Ingenieurskunst sind, das es gibt. Das ist Ausrüstung für den Krieg. Es muss unglaublich robust sein, selbst unter Beschuss. Sämtliche Instrumente zu verlieren ist außergewöhnlich. Nicht nur die Pneumatik und die Elektronik, sondern alle Systeme. Ich habe keinerlei Erklärung dafür, wie das hätte passieren können. Das größte Geheimnis dieses Falles bleibt ungelöst. Tatsache ist, dass Jafari alle Instrumente und Waffensysteme durch irgendeine elektronische Anomalie verloren hat. Irgendwas hat die Instrumente und das Raketensystem ausgeschaltet. War das UFO dafür verantwortlich? Das Team unterzieht Jafaris Theorie einen Test. Im Fall Jafari, als die F-4 aufstieg, war der Pilot sicher voller Zuversicht. Er hatte einen der besten Kampfjets der Welt. Und als da etwas sehr schnell auf ihn zukam, sah er das sofort als Bedrohung. Er entsicherte eine AIM-9-Rakete, aber bevor er sie abfeuern konnte, blockierte sie. Das Team fährt für eine Elektromagnetpulsdemonstration in das Labor von John Tyndall. Tyndall wird uns zeigen, was mit dem System der AIM-9 in Jafaris F-4 Phantomjet passiert sein könnte, als er die Rakete entsichern wollte, um sich gegen etwas zu wehren, das er für ein UFO hielt. Meine Demonstration wird ein EMP-Ereignis nachstellen, das in diesem iranischen Fall eingetreten sein könnte. Das UFO schien eine Art Strahl auf den Jet gefeuert und jede Menge Instrumente ausgeschaltet zu haben. Wir haben hier einen EMP-Generator. Wir werden untersuchen, was passiert ist. Die Instrumente fielen aus und Waffen blockierten. Irgendwie hat dieses Ding sein Flugzeug kontrolliert und am Schießen gehindert. Hier haben wir einen modifizierten Tesla-Transformator. Und das bedeutet, wir bringen 110 Volt auf 15.000 Volt. Im Kondensator lädt sich die Ladung bis zum Grenzwert auf. Sie geht von diesem Transformator in diesen und speist ihn mit Strom. Wenn der Test erfolgreich verläuft, wird John diesen handelsüblichen Computer stören können, ohne ihn komplett auszuschalten, und zeigen, dass etwas Ähnliches auch in größerem Maßstab passieren könnte. Bei diesen Bordcomputern und sogenannten Fly-by-Wire-Flugzeugen ist das Flugwerk ihr bester Schutz. Im Flugsimulator zeigen wir, wie die EMP-Explosion Flug- oder andere Computer stören kann. Hoppla! Einpendeln, Baby! Ich mach langsamer. Jetzt sind wir an der 40-Kilometer-Marke. Kommt mal hier rüber. Okay. Lichter? Alles klar? Fertig? In 3, 2, 1. Fünfzehntausend Volt reichen, um den Computer auszuschalten. Aber funktioniert er nach so einem dramatischen EMP-Ereignis noch? Jeff, starte den Computer neu. Versuch es.
Hey, wow. Der Computer scheint zu funktionieren. Der Zentralprozessor ist intakt. Wie Jafaris Elektronik reagiert der Computer nach Ende des Impulses wieder normal. John, du hast gezeigt, dass du einen Computer mit diesem Elektronenstrahl genauso ausschalten kannst, wie das UFO mit was für einem Strahl auch immer 1976 Jafaris Instrumente ausgeschaltet hat. Wenn wir annehmen, dass Außerirdische uns besuchen, haben die wohl Technik, die der im Labor weit überlegen ist. Auch wenn dies ein Erfolg war, ist das Ausmaß die Überraschung. Um auf 40 Kilometer Entfernung zu diesem Ergebnis zu kommen, braucht man unvorstellbar viel Energie. Vor allem, wenn man durch die Flugzeugzelle hindurchdringen muss, um diesen Schaden anzurichten. Obwohl es für Jafaris Begegnung viele Zeugen gab und er behauptet, das iranische Militär wäre am UFO-Phänomen interessiert, entstand während der iranischen Revolution 3 Jahre später eine geschlossene Gesellschaft innerhalb des Irans. Berichte über UFOs drangen nicht länger nach außen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich es. Viele sind der Meinung, dass das ein unbekanntes Flugobjekt war. Nachdem die 3 Hauptkomponenten in Jafaris Fall getestet wurden, bezweifelt das Team, dass ein irdisches Flugobjekt die Bewegungen hätte machen können, die Jafari gesehen hat. Obwohl der plötzliche Verlust des Computers, der F4, durch elektromagnetische Impulse erklärt werden kann, bleiben die Hintergründe unklar. Aber 4 Jahre später ereignete sich ein ähnlicher, noch dramatischerer Zwischenfall mit einem UFO über Peru. Aber diesmal konnte der Pilot angreifen. Am 18. Februar 2008 fliegt Oscar Santa Maria von Lima in Peru zum internationalen Flughafen Los Angeles. Santa Maria ist in Los Angeles, um den UFO-Huntern zu helfen, die Fakten im Falle seiner außergewöhnlichen UFO-Begegnung 1980 über Peru zu überprüfen. Ich bin Oscar Santa Maria Huertas, pensionierter Pilot der peruanischen Luftwaffe. Right now in retirement. Am 11. April 1980, 7.15 Uhr morgens, auf dem La Jolla Stützpunkt in Peru. At the airbase of La Jolla in Peru. 1.800 Angehörige des Militärs taten Dienst. Sie beobachteten am Ende der Rollbahn ein Objekt, das wie ein Ballon aussah. Es hatte keine Fluggenehmigung für diese Gegend. Sie dachten an einen Spion. Der Kommandant gab Befehl zu starten und das Objekt zu zerstören. Santa Maria feuert 64 Salven aus seinen 30mm Kanonen direkt auf das Objekt. Und zu seinem Erstaunen gehen die Kugeln durch das Objekt hindurch. Es sah nach einer Explosion aus.
Aber nichts passierte und das Objekt stieg wieder auf. Das Objekt wurde weiterverfolgt. Santa Maria ist verwundert über die Flugstrategie des Objekts. Jedes Mal, wenn er näher kommt, steigt es auf und führt extreme Manöver durch. Aber der merkwürdigste Teil der Geschichte ist noch nicht erzählt und beinhaltet das amerikanische Militär. Ich habe Oscar Santa Maria getroffen und mir seine Geschichte angehört. Warum sollte ein Militärkommandant mit einer UFO-Geschichte ankommen, wenn er selbst nicht absolut davon überzeugt ist? Er hat etwas gesehen, das ihn bis heute nicht mehr loslässt. Skeptiker zweifeln, dass Oscar Santa Maria und das Objekt, das er für ein UFO hielt, diese außergewöhnlichen Luftkampfmanöver durchführten. Das Team will herausbekommen, ob das UFO von Peru manövrierfähiger war als alles uns damals Bekannte. Da sie keinen Sukhoi 22 Jet wie den von Santa Maria haben, müssen sie sich anders helfen. Sie kehren zurück zur Air Combat USA. Das Team hat drei verschiedene Schlüsselelemente des Falles identifiziert, die es zu überprüfen gilt. Die Tatsache, dass Santa Maria das UFO ergebnislos beschossen hat, ist schwer zu überprüfen. Aber zwei Manöver können in der Luft analysiert werden. Erstens, das UFO kam in der Luft zum Stehen. Zweitens, danach stieg es steil nach oben. Um dem Team eine genaue Wiedergabe der Ereignisse dieser Nacht zu bieten, hat John Tyndall ein Experiment vorbereitet. Ein Lasermessgerät mit zwei Lasern, einer rot, einer grün, die von Joysticks kontrolliert werden. Der grüne Laser repräsentiert die Flugbahn des UFOs, der rote Laser die Flugbahn des Jets. Zusammen stellen sie das Ereignis im kleinen Maßstab dar. Hey John, wie geht's? Gut. Hier, Kommandante. Wir haben hier einen Blick von oben. Wir benutzen die Laser als Maßstabsmodell für die Bewegungen des UFOs und des Flugzeugs. Ich kann die Bewegung der Geschwindigkeit auf der Karte anpassen. Wo war das Flugfeld? Der rote Laser zeigt Ihr Flugzeug an, das ungefähr 1600 Stundenkilometer schnell ist. Santa Maria benutzt den roten Laser, um seine Position während der ersten Attacke zu bestimmen. Er kam auf 900 Meter in Gefechtsposition und feuerte 64 Salven ab. Er weiß, dass er getroffen hat, aber es passierte nichts. Keine Explosion. Das Objekt bewegte sich sehr schnell davon. Es bewegte sich davon und stieg auf. Plötzlich stoppte es. Er stieß fast damit zusammen. Also drehte er nach rechts ab, um eine bessere Schussposition zu bekommen. Als er auf 900 Meter dran war, aktivierte er seinen Post Combustor. Den Nachbrenner? Nachbrenner, nach der Zündung.
Ja, plötzlich stieg das Objekt wieder auf. Der unglaublichste Teil dieser Geschichte, als er auf Nachbrenner geht, macht das UFO einen Fluchtversuch nach oben. Santa Maria zieht ebenfalls nach oben. Inzwischen ist er 1600 km/h schnell. Aber das UFO stoppt mitten in der Luft. Als er vorbeifliegt, folgt ihm das UFO. Ein unmögliches Manöver. Er flog mit Überschallgeschwindigkeit und als er an dem Objekt vorbeizog, ging es neben ihm nach oben. Beide steigen vertikal auf und dann? Er konnte nicht über 19.000 Meter und hatte Atemnot. 19.000 Meter hoch verliert Santa Maria die Kontrolle über sein Flugzeug. Die Su-22 kann nicht über 18.000 Meter aufsteigen und er dreht ab. Schließlich fliegt er zurück zur Basis, ohne noch eine letzte Attacke geflogen zu haben. Nach der Besprechung des Flugplans und der Manöver heben Joker, Ted, Bill und der Baron ab, um die Details dieser seltsamen Begegnung nachzustellen. Die Augen offen. Der Himmel gehört uns nicht allein. Die UFO-Hunter sind wieder in der Luft. Er greift jetzt an. Peng, peng, peng. Sie wollen diesen Fall ein für alle Mal lösen. Wie der Jafari-Zwischenfall wurde Santa Marias Fall vom US-Verteidigungsministerium verfolgt. Es wurde ein Bericht angefordert, der in Washington auf einigen der mächtigsten Schreibtische landete. Die Piloten sind mit zwei Kampfjets unterwegs, um dabei zu helfen, die Auseinandersetzung zwischen Oscar Santa Maria und einem UFO im Jahre 1980 in Peru nachzustellen. Die Piloten sind ungefähr 7 Minuten von ihrem Zusammentreffen entfernt. Haltet die Augen offen. Der Himmel gehört uns nicht allein. In kürzlich freigegebenen Militärdokumenten findet sich zu Santa Marias Überraschung ein ausführlicher Bericht über die Begegnung. Nach dem Flug hat das amerikanische Verteidigungsministerium deine Aussagen in einen Bericht übernommen. Ich frage mich, was meinst du, woher? La comunidad de inteligencia entre los estados intercambian información. Oh, wirklich? Die Länder und ihre Luftwaffen arbeiten sehr eng zusammen. Sie informieren sich ständig gegenseitig. Obwohl die amerikanische Regierung nach dem Ende von Project Blue Book 1970 offiziell kein Interesse mehr an UFOs hatte, forderte man den Santa Maria-Bericht an. Er wird hier zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt. Dieses Dokument ging an den Verteidigungsminister, den Außenminister, die NSA und die CIA. Der Titel ist, Zitat, UFO über Peru gesichtet.
Der Bericht benennt die Quelle als, Zitat, einen Offizier der peruanischen Luftwaffe, der das Ereignis beobachtet hat. Die Quelle berichtete, in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes im südlichen Peru wurde ein UFO gesichtet. Die Luftwaffe versuchte erfolglos, es aufzuhalten und zu zerstören. Die Begegnung beschäftigte die höchsten Kreise im Verteidigungsministerium. Peru war zu dieser Zeit kein Partner der USA. Während des Kalten Krieges waren sie auf Seiten der Sowjetunion. Wie ist der Bericht an die höchsten Stellen im Verteidigungsministerium gelangt? Oscar Santa Maria erhielt 2001 eine Kopie des Dokumentes. Die peruanische Luftwaffe hatte erstmals ihre Studien über UFOs öffentlich gemacht. Nachdem man mehrere Fälle studiert hatte, hielt die peruanische Luftwaffe diesen Fall für den wichtigsten ungelösten UFO-Fall in der peruanischen Geschichte. Man weiß nicht, wie die US-Regierung auf den Bericht reagierte. Sind bereit. Joker, du führst uns an. Die Jets haben ihre Positionen erreicht. Der Kampf kann beginnen. Der ehemalige Air Force-Testingenieur Bill Scott sitzt im Flugzeug von Oscar Santa Maria. UFO-Hunter Ted Agworth simuliert das UFO und versucht, dessen Manöver nachzustellen. Man geht in Gefechtsstellung. Santa Maria sagte, sein Beschuss hatte keine Auswirkungen. Außerdem erwähnte er, das UFO bremste mitten in der Luft. Etwas, das kein Flugzeug kann, weil die G-Kräfte den Piloten töten würden. Sind unterwegs. Hier kommt die Bremse. Das UFO-Flugzeug tritt auf die Bremse. Das Flugzeug von Santa Maria fliegt vorbei und muss eine Kollision vermeiden. Schon bei dieser Simulation zeigt die abrupte Verlangsamung sofort ihre Wirkung. Der Kameramann übergibt sich in die Tüte. Das Team wiederholt das Manöver dreimal. Während ihn das UFO verfolgte, stieg Santa Maria in einem dramatischen Manöver bis auf die Maximalhöhe von 19.000 Meter. Eine lebensbedrohliche Situation. Baron startet mit einem linken 360, 45 Grad von der Sandbank. Wir simulieren den vertikalen Flug des UFOs. Ich zähle bis drei und Baron wird mit scharfer Kurve von uns wegfliegen. Joker im Flugzeug von Santa Maria kommt von oben. Das UFO weicht aus und Joker wechselt zu einem J-Muster in die Vertikale. Das UFO folgt ihm und versucht ebenfalls in die Vertikale zu kommen. In die Vertikale. Goodbye. Wir halten nicht mit. Der Test zeigt, dass kein irdisches Flugzeug aus dem Stillstand auf 1600 km/h beschleunigen kann. Auch die besten Piloten der Welt wären damals nicht hinterhergekommen. Fliegen wir nach Hause. Okay, Baron übernimmt Führung. Klar für den Flugplan.
Das UFO war hier und wir haben mehrmals versucht, aufzuschließen. Hatte das UFO eine Chance? Die ganze Zeit hat uns aber ausmanövriert. Und wenn das UFO so schnell aufsteigen konnte, ist es egal, wie schnell wir sind. Es sah aus, als hätte das UFO nur mit ihm gespielt. Genau. Wenn man in dem Jet sitzt und versucht, diese Manöver nachzustellen, merkt man, dass kein irdisches Flugzeug die Manöver des UFOs hätte ausführen können. Entweder der Colonel lügt, oder wir haben es mit einem Objekt zu tun, das nicht irdisch ist und alle menschenmöglichen Flugmanöver einfach überbieten kann. Das Team versammelt sich und analysiert die Testergebnisse. Unsere Flugzeuge können unmöglich so aufsteigen. Und kein Fahrzeug kann so schnell beschleunigen. Und bei Überschallgeschwindigkeit vertikal aufsteigen? Doch, jedes mit einer 1:1 Beschleunigung. Aber so aus dem Stand geht das nicht. Man müsste in Fahrt sein. Die Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit faszinieren mich. Steigt vertikal auf, beschleunigt von Null auf Überschall. Das können wir nicht. Geht auf 19.000 Meter hoch. Da können wir nicht mithalten, was? Ein UFO 20 Minuten beschäftigen zu können, ist eine echte Leistung. Vielleicht sieht man mal einen Moment sowas und kann es nicht identifizieren. Aber es 20 Minuten zu beschäftigen, ich finde es trotzdem glaubhaft. Zwei Fälle, zwei glaubwürdige Piloten, zwei geheime Militärberichte, die an die höchsten Regierungsstellen gingen. Und was ist mit den anderen? Kampf in der Luft kam mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg auf. In einem Luftkampf zwischen zwei Jets geht es um Töten oder getötet werden. Ich wundere mich immer, wenn ich höre, dass einige unserer besten Piloten Luftkämpfe mit UFOs hatten. Ich bin Bill Scott, ehemaliger Flugtestingenieur. Ich habe von 1974 bis 1987 Flugzeuge getestet. Am 21. Februar 2008 wurde das Team der UFO-Hunter auf die March Air Force Base im kalifornischen Riverside eingeladen, um die Luftkämpfe zwischen UFOs und Kampfjets genauer zu untersuchen. Sie haben sensationelle neue Spuren entdeckt. Wir haben es mit den besten Beweisen der Ufologie zum Thema militärische Auseinandersetzungen mit UFOs in der Luft zu tun. Wir werden mit dem Piloten reden, der über Peru mit einem UFO gekämpft hat. Wir werden uns auch den Fall von Parviz Jafari ansehen, der 1976 über Iran mit einem UFO gekämpft hat. Das sind die beiden interessantesten Fälle. Basieren Sie auf Zeugenaussagen oder gibt es überprüfbare Beweise? Es soll Regierungsberichte geben. Die Beweise würde ich mir gerne ansehen. Dann mach dich bereit. Alles klar. Eine der unglaublichsten Geschichten ist die von Parviz Jafari, von der iranischen Luftwaffe. September 18, 1976. Ungefähr 11 Uhr abends. Die Menschen in Teheran werden von einem großen leuchtenden Flugobjekt verängstigt, das über der Stadt schwebt.
Es ist kein Helikopter und keines der Flugzeuge, die man sonst am Himmel über dem Iran zu sehen bekommt. Zu dieser Zeit ist der Iran ein wichtiger Verbündeter der USA im Mittleren Osten. Wir sind 3 Jahre vor der Islamischen Revolution und dem Aufstieg Ayatollah Khomeinis entfernt. Da der Iran eine Grenze mit der Sowjetunion teilt, stellt das US-Militär der iranischen Luftwaffe ihre neuesten F-4 Phantomjäger zur Verfügung. In den Jafari-Fall war eine F-4 verwickelt. Damals war dies wahrscheinlich der beste Jet für Kämpfe in der Luft. Diese Szenen eines iranischen Fernsehfilms über den Fall sind außerhalb des Irans noch nie gezeigt worden. Darin sieht man auch Militärangehörige wie Parviz Jafari, die in den Fall involviert waren. Der Film benutzt die originalen Transkripte der Funkkontrolle. Zahlreiche UFO-Berichte erreichen den Kontrollturm am Flughafen Mehrabad. Zuständig in der Flugsicherungszentrale ist Hussein Pirusi. Er informiert schließlich die iranische Luftwaffe. Um 23.30 Uhr wird auf dem Sharoki-Luftwaffenstützpunkt in Hamadan, 280 Kilometer südwestlich von Teheran, eine F-4 startklar gemacht. Kapitän Aziz Khane, der erste Pilot, hebt ab, um sich das Objekt genauer anzusehen. 10 Minuten später schickt der Stützpunkt noch eine F-4 in die Luft. Der Pilot ist Parviz Jafari. Jafari war zu dieser Zeit Major. Er wurde eingesetzt, um das seltsame Licht über Teheran abzufangen. Ich bin Parviz Jafari, pensionierter General der iranischen Luftwaffe. Jafari schätzt das Objekt als so groß wie eine Boeing 707 ein. Er folgte dem Licht bis zur russischen Grenze, als sich plötzlich ein weiteres Objekt löste, das direkt auf Jafaris Jet zuflog. Ich hielt darauf zu, hatte es auf 12 Uhr, war dicht dran und plötzlich sprang es von hier nach dort. Einfach so. Von seiner Position aus schätzt Jafari, dass das Objekt im Bruchteil einer Sekunde 45 Kilometer nach rechts an ihm vorbeizog. Diese Geschwindigkeit lag jenseits der irdischen Flugobjekte. Ich fragte den Tower nach anderen Flügen und sie meinten, es wären ihnen keine bekannt. Während Jafari auf das Objekt zufliegt, erlebt er etwas Unglaubliches. Da kam sowas wie ein Mond heraus. Ein zweites Objekt kam aus dem ersten? Noch ein Objekt unterhalb des Horizonts. Es flog auf mich zu. Das zweite kugelartige Objekt löst sich unterhalb der dreieckigen Lichter und rast auf Jafaris F-4 zu. Obwohl Jafari mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, umkreist das Objekt in Ruhe seinen Jet, als würde er stillstehen. Now imagine. Stellen Sie sich das vor. Ich fliege also fast so schnell wie der Schall und etwas umkreist mich.
Nachdem es Jafaris Jet umkreist hat, kehrt die Kugel zu dem diamantförmigen Flugobjekt zurück, das immer noch ungefähr 40 Kilometer entfernt in der Luft schwebt. Für einen Moment denkt Jafari, dass die Gefahr vorbei ist. Zu seinem Erstaunen löst sich aber noch eine Kugel und rast ebenfalls auf seinen Jet zu. Jafari vermutet einen Angriff. Er macht sich bereit, eine hitzesuchende AIM-9-Rakete abzufeuern. Doch nichts passiert. Die grünen und roten Lichter signalisieren Feuerbereitschaft. Ich schaute auf die linke Anzeige, aber sie funktionierte nicht. Kein Licht zu sehen. Jafari vermutet, dass das UFO in der Hitze des Gefechts elektromagnetische Energie auf das Flugzeug gefeuert hat und damit alle Navigationsinstrumente, Bordelektronik und die Waffensysteme ausgeschaltet hat. Wehrlos gegen das unbekannte Flugobjekt erwägt Jafari, den Schleudersitz zu benutzen. Ich dachte, wenn es näher als 6 bis 8 Kilometer kommt, dann steige ich aus. Doch plötzlich dreht das Objekt um und kehrt zum größeren Flugobjekt zurück. Als es von mir wegflog, konnte ich das größere Objekt sehen, das unter das kleinere flog, welches dann verschwand. Jafari beschließt, dass es nicht länger sicher ist, das geheimnisvolle, diamantenförmige Objekt zu verfolgen. Er bekommt Erlaubnis, nach Teheran zurückzukehren, aber als er beidreht, realisiert er, dass die furchteinflößende Begegnung noch nicht zu Ende ist. Als ich zurückflog, wurde ich wieder von einem dieser runden Objekte verfolgt. Im Anflug auf den Flughafen Mehrabad merkt Jafari, dass ihn ein weiteres kleines Flugobjekt verfolgt. Kurz vor der Landung wirft er einen Blick über seine Schulter und sieht das Objekt nach unten in die Wüste abdrehen. Ich sah den sandigen Boden. Es war sehr hell. Jafari erhält Befehl, das Objekt zu identifizieren, das hinter dem Stützpunkt zu landen scheint. Nach Augenzeugenberichten von Militär und Zivilisten schien das Objekt außerhalb von Shemiran abgestürzt zu sein. Es flog so schnell auf den Boden zu, dass ich dachte, es gibt gleich eine große Explosion. Aber es passierte nichts. Das Objekt kam auf dem Boden an und stoppte einfach. Nach der Landung in Mehrabad beschließt Jafari, seinen Vorgesetzten schnell einen Bericht über die Ereignisse der Nacht zu liefern. Doch außer dem iranischen Militär interessieren sich auch noch andere für seine Begegnung. Ich redete mit jemand von der amerikanischen Regierung und der hat sich jede Menge Notizen gemacht. Wie tief war die CIA in diesen Fall und seine Vertuschung verwickelt? Jafari wurde bei seiner Landung schon von CIA-Agenten und einem Colonel der amerikanischen Luftwaffe erwartet. Erstmals im Fernsehen zu sehen, der offizielle, nicht klassifizierte Militärbericht. Warum ging dieses Dokument bis ins Weiße Haus? Und was hat man am nächsten Tag an der Absturzstelle gefunden?
1976 hatte Major Parviz Jafari eine unheimliche Auseinandersetzung mit etwas, das er für ein UFO hält. Er berichtete davon hochrangigen iranischen Militärs. Auch ein amerikanischer CIA-Agent war dabei anwesend. Der Agent verfasste einen Bericht, der nicht länger unter Verschluss ist und an CIA, Air Force, den Außen- und den Verteidigungsminister sowie das Weiße Haus ging. Der Titel war, Zitat, Iran berichtet von UFO-Sichtung. Dem Bericht zufolge wurde am 18. September 1976 gegen 23 Uhr ein UFO gesichtet. Abgesehen von Jafaris Bericht erhielt der Kontrollturm, Zitat, vier Anrufe von Bürgern aus Shimiran bei Teheran, die seltsame Objekte am Himmel gesehen hatten. Einige berichteten von einem vogelartigen Objekt, andere von einem Helikopter. Es waren zu dieser Zeit keine Helikopter in der Luft. Der Bericht bestätigt, was Jafari gesehen hat, inklusive des Verlustes der Bordelektronik. Zitat, als die F-4 sich auf 25 Seemeilen näherte, fielen Messgeräte und Kommunikation aus. Der Bericht bestätigt außerdem, dass zwei Objekte gesehen wurden. Eines größer als, Zitat, ein 707-Tanker. Und weiter, das zweite Objekt hielt mit hoher Geschwindigkeit auf die F-4 zu. Und dann, der Pilot versuchte eine AIM-9-Rakete auf das Objekt zu feuern, aber in diesem Moment fielen die Instrumente aus. Und er drehte um und führte ein Sturzflugmanöver durch, um zu entkommen. Am nächsten Tag wurde die Crew mit dem Helikopter in die Gegend gebracht, in der die Anwohner den Absturz des Objektes gesehen hatten. Dem Bericht zufolge wurde die Gegend, Zitat, auf mögliche Strahlung untersucht. Mehr Informationen über diesen Fall gibt es nicht oder sie sind weiter geheim. Ich habe es gesehen und glaube daran. Beeindruckt von Jafaris Geschichte und dem detaillierten Bericht des Verteidigungsministeriums will das Team drei der entscheidenden Elemente des Falles analysieren. Erstens, das Objekt konnte 40 Kilometer weit springen. Zweitens, es hat eine Kugel ausgesetzt, die schneller fliegt als alles, was der Mensch gebaut hat. Drittens, wodurch könnte man die Elektronik eines der modernsten Kampfjets seiner Zeit, des F-4E Phantoms, ausschalten? Um das Ereignis zu verstehen und zu überprüfen, sind die UFO-Hunter und der ehemalige Testingenieur Bill Scott der Meinung, eine praktische Demonstration mit echten Kampfflugzeugen wäre das Beste. Das Team besucht das Air Combat USA Gelände in Orange County, Kalifornien. Ihr Stab besteht aus ehemaligen Kampfpiloten mit jahrelanger Einsatz- und Luftkampferfahrung. Ben Clerks, ex-US Air Force. Michael von Fedinghoff, Rufname Brown, ehemaliger Hauptmann der deutschen Luftwaffe. Hier fliegt die Marchetti SF-260, ein leichtes italienisches Kampfflugzeug, das mit Bomben, Raketen und Maschinengewehren ausgerüstet ist.
Die Maschine wird als Plus 6 minus 3GS eingestuft. Sie geht auf 430 Kilometer die Stunde hoch und fliegt wie ein kleiner Kampfjet. Die Piloten und Bill Scott haben kalkuliert, dass man mit dieser Maschine die besten Resultate erzielt, wenn man alles im Maßstab 1 zu 4 nachstellt. Das bedeutet 25% der Geschwindigkeit und 25% der Entfernung. Wir verwenden normale Flugzeuge, um einige dieser Begegnungen nachzustellen, weil man den Leuten zu Hause die Dynamik solcher Konflikte so besser nahebringen kann. Ja, wir verwenden andere Flugzeuge, mit denen ein paar Sachen nicht möglich sind. Aber es wird trotzdem sehr anschaulich. Wir wollen die Ereignisse nachstellen und gehen mit zwei Fliegern hoch. Einer von uns wird das unbekannte Flugobjekt simulieren. Unser Sicherheitsabstand liegt bei 150 Metern. Im Notfall haben wir Fallschirme. Wir sagen Notplan, Notplan, Notplan und bestätigen den Schleudersitz. Lasst uns fliegen. Alles klar. Comet 1, Flug 3, fertig zum Start. Die von der Luftfahrtbehörde genehmigte Flugkampfzone liegt 13 Minuten entfernt, hoch über dem Pazifik, zwischen Long Beach und Catalina Island. Der Luftkampf beginnt. Das Team führt das erste Schlüsselelement des Falles durch, den Kilometersprung des UFOs in einer Sekunde. Ted und der Baron spielen das UFO. Sie machen eine extreme Wende mit Höchstgeschwindigkeit. Es sprang von hier nach dort. Einfach so. Bill Scott und Joker folgen mit einem langsamen, gleitenden Start. Roger, wir simulieren eine Rechtswende und versuchen das Ziel zu verfolgen. Damit simulieren wir, dass das Zielobjekt in kürzester Zeit um 10 Grad gesprungen ist. Führung Baron. Okay, Bill, haben Zielkontakt auf 9:30, 10 Uhr. Plötzlich sprang er in einer Sekunde auf ungefähr 9:30. Ja, es sah aus wie ein Sprung um 10 Grad. Er ist jetzt da drüben auf 11 Uhr. Ja. Dreh nach rechts ab, um ihn zu finden. Jedes Mal, wenn wir dran sind, springt er um weitere 10 Grad. Bei ca. 40 Kilometern ist das ein Sprung von fast 5 Meilen pro Sekunde. Ziemlich viel. Unverzögerte Beschleunigung. Ein Sekundenbruchteil und er ist 10 Grad weiter da drüben. Jetzt auf 11 Uhr. Auch in kleinerem Maßstab sind die Bewegungen von Ted und dem Baron für Joker und Bill unmöglich zu verfolgen. Stellen Sie sich dieses Szenario mit 1600 km/h vor. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die zweite Simulation wird die enorme Geschwindigkeit demonstrieren, mit dem das zweite Objekt auf Jafaris F4 Phantom zuraste. Ob
obwohl die Marchetti-Einpropellermaschine von heute weit entfernt von den Möglichkeiten eines F-4 Phantoms ist, wird demonstriert, wie schnell das zweite UFO Jafari vorkam, als es seinen Überschalljet umkreiste. Wir checken rechts 90 und Baron gibt den Kurs an. Baron im Anflug. Roger. Nicht viel Platz für Fehler. So sieht es aus, wenn zwei Objekte mit 260 Stundenkilometern in verschiedenen Richtungen mit 15 Metern Abstand aneinander vorbeifliegen. Nur ein Flimmern. Man stelle sich dieses Szenario bei Nacht vor. Und sowohl Jafari als auch das UFO flogen mit einer kombinierten Geschwindigkeit von 3200 km/h. Das Team wiederholt das Manöver, diesmal noch schneller und enger zusammen. Am 19. September 1976, dem Tag nach dem Ereignis, wurde die Absturzstelle gesichert und auf Strahlung untersucht. Doch trotz anderslautender Berichte wurde laut Jafaris Aussage nichts gefunden. Ab nach Hause! Wie war's? Ihr kommt aufeinander zu mit 260 km/h. Ja, wir hatten 130 Knoten drauf und die anderen auch. Sind zusammen 320. Es passiert im Bruchteil einer Sekunde. Sie sind der dunkle Fleck am Horizont und ein paar Sekunden später rasen sie an dir vorbei. Mit über 480 Stundenkilometern. Er fliegt auf Kurs. Und als er plötzlich auf Verteidigung schaltet, weil das Objekt sich feindselig verhält, kann er die Raketen nicht entsichern. Wenn dir als Pilot die Instrumente ausfallen, steckst du tief in der Scheiße. Sollte eigentlich nicht passieren. Die Systeme wurden so entwickelt, dass sie das robusteste Stück Ingenieurskunst sind, das es gibt. Das ist Ausrüstung für den Krieg. Es muss unglaublich robust sein, selbst unter Beschuss. Sämtliche Instrumente zu verlieren ist außergewöhnlich. Nicht nur die Pneumatik und die Elektronik, sondern alle Systeme. Ich habe keinerlei Erklärung dafür, wie das hätte passieren können. Das größte Geheimnis dieses Falles bleibt ungelöst. Tatsache ist, dass Jafari alle Instrumente und Waffensysteme durch irgendeine elektronische Anomalie verloren hat. Irgendwas hat die Instrumente und das Raketensystem ausgeschaltet. War das UFO dafür verantwortlich? Das Team unterzieht Jafaris Theorie einem Test. Im Fall Jafari, als die F-4 aufstieg, war der Pilot sicher voller Zuversicht. Er hatte einen der besten Kampfjets der Welt. Und als da etwas sehr schnell auf ihn zukam, sah er das sofort als Bedrohung. Er entsicherte eine AIM-9-Rakete, aber bevor er sie abfeuern konnte, blockierte sie. Das Team fährt für eine Elektromagnetpulsdemonstration in das Labor von John Tyndall.
Tyndall wird uns zeigen, was mit dem System der AIM-9 in Jafaris F-4 Phantomjet passiert sein könnte, als er die Rakete entsichern wollte, um sich gegen etwas zu wehren, das er für ein UFO hielt. Meine Demonstration wird ein EMP-Ereignis nachstellen, das in diesem iranischen Fall eingetreten sein könnte. Das UFO schien eine Art Strahl auf den Jet gefeuert und jede Menge Instrumente ausgeschaltet zu haben. Wir haben hier einen EMP-Generator. Wir werden untersuchen, was passiert ist. Die Instrumente fielen aus und Waffen blockierten. Irgendwie hat dieses Ding sein Flugzeug kontrolliert und am Schießen gehindert. Hier haben wir einen modifizierten Tesla-Transformator. Und das bedeutet, wir bringen 110 Volt auf 15.000 Volt. Im Kondensator lädt sich die Ladung bis zum Grenzwert auf. Sie geht von diesem Transformator in diesen und speist ihn mit Strom. Wenn der Test erfolgreich verläuft, wird John diesen handelsüblichen Computer stören können, ohne ihn komplett auszuschalten, und zeigen, dass etwas Ähnliches auch in größerem Maßstab passieren könnte. Bei diesen Bordcomputern und sogenannten Fly-by-Wire-Flugzeugen ist das Flugwerk ihr bester Schutz. Im Flugsimulator zeigen wir, wie die EMP-Explosion Flug- oder andere Computer stören kann. Hoppla! Einpendeln, Baby! Mach langsamer. Jetzt sind wir an der 40-Kilometer-Marke. Kommt mal hier rüber. Okay. Lichter. Alles klar. Fertig? In 3, 2, 1. Fünfzehntausend Volt reichen, um den Computer auszuschalten. Aber funktioniert er nach so einem dramatischen EMP-Ereignis noch? Jeff, starte den Computer neu. Versuch es. Hey, wow. Der Computer scheint zu funktionieren. Der Zentralprozessor ist intakt. Wie Jafaris Elektronik reagiert der Computer nach Ende des Impulses wieder normal? John, du hast gezeigt, dass du einen Computer mit diesem Elektronenstrahl genauso ausschalten kannst, wie das UFO mit was für einem Strahl auch immer 1976 Jafaris Instrumente ausgeschaltet hat. Wenn wir annehmen, dass Außerirdische uns besuchen, haben die wohl Technik, die der im Labor weit überlegen ist. Auch wenn dies ein Erfolg war, ist das Ausmaß der Überraschung. Um auf 40 Kilometer Entfernung zu diesem Ergebnis zu kommen, braucht man unvorstellbar viel Energie. Vor allem, wenn man durch die Flugzeugzelle hindurchdringen muss, um diesen Schaden anzurichten. Obwohl es für Jafaris Begegnung viele Zeugen gab und er behauptet, das iranische Militär wäre am UFO-Phänomen interessiert, entstand während der iranischen Revolution 3 Jahre später eine geschlossene Gesellschaft innerhalb des Irans. Berichte über UFOs drangen nicht länger nach außen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich es. Viele sind der Meinung, dass das ein unbekanntes Flugobjekt war.
Nachdem die drei Hauptkomponenten in Jafaris Fall getestet wurden, bezweifelt das Team, dass ein irdisches Flugobjekt die Bewegungen hätte machen können, die Jafari gesehen hat. Obwohl der plötzliche Verlust des Computers, der F4, durch elektromagnetische Impulse erklärt werden kann, bleiben die Hintergründe unklar. Aber 4 Jahre später ereignete sich ein ähnlicher, noch dramatischerer Zwischenfall mit einem UFO über Peru. Aber diesmal konnte der Pilot angreifen. Am 18. Februar 2008 fliegt Oscar Santa Maria von Lima in Peru zum internationalen Flughafen Los Angeles. Santa Maria ist in Los Angeles, um den UFO-Huntern zu helfen, die Fakten im Falle seiner außergewöhnlichen UFO-Begegnung 1980 über Peru zu überprüfen. Ich bin Oscar Santa Maria Huertas, pensionierter Pilot der peruanischen Luftwaffe. Right now in retirement. Am 11. April 1980, 7.15 Uhr morgens, auf dem La Jolla-Stützpunkt in Peru. At the airbase of La Jolla in Peru. 1.800 Angehörige des Militärs taten Dienst. Sie beobachteten am Ende der Rollbahn ein Objekt, das wie ein Ballon aussah. Es hatte keine Fluggenehmigung für diese Gegend. Sie dachten an einen Spion. Der Kommandant gab Befehl zu starten und das Objekt zu zerstören. Santa Maria feuert 64 Salven aus seinen 30mm Kanonen direkt auf das Objekt. Und zu seinem Erstaunen gehen die Kugeln durch das Objekt hindurch. Es sah nach einer Explosion aus. Aber nichts passierte und das Objekt stieg wieder auf. Das Objekt wurde weiterverfolgt. Santa Maria ist verwundert über die Flugstrategie des Objekts. Jedes Mal, wenn er näher kommt, steigt es auf und führt extreme Manöver durch. Aber der merkwürdigste Teil der Geschichte ist noch nicht erzählt und beinhaltet das amerikanische Militär. Ich habe Oscar Santa Maria getroffen und mir seine Geschichte angehört. Warum sollte ein Militärkommandant mit einer UFO-Geschichte ankommen, wenn er selbst nicht absolut davon überzeugt ist? Er hat etwas gesehen, das ihn bis heute nicht mehr loslässt. Skeptiker zweifeln, dass Oscar Santa Maria und das Objekt, das er für ein UFO hielt, diese außergewöhnlichen Luftkampfmanöver durchführten. Das Team will herausbekommen, ob das UFO von Peru manövrierfähiger war als alles uns damals Bekannte. Da sie keinen Sukhoi 22 Jet wie den von Santa Maria haben, müssen sie sich anders helfen. Sie kehren zurück zur Air Combat USA.
Das Team hat drei verschiedene Schlüsselelemente des Falles identifiziert, die es zu überprüfen gilt. Die Tatsache, dass Santa Maria das UFO ergebnislos beschossen hat, ist schwer zu überprüfen. Aber zwei Manöver können in der Luft analysiert werden. Erstens, das UFO kam in der Luft zum Stehen. Zweitens, danach stieg es steil nach oben. Um dem Team eine genaue Wiedergabe der Ereignisse dieser Nacht zu bieten, hat John Tyndall ein Experiment vorbereitet. Ein Lasermessgerät mit zwei Lasern, einer rot, einer grün, die von Joysticks kontrolliert werden. Der grüne Laser repräsentiert die Flugbahn des UFOs, der rote Laser die Flugbahn des Jets. Zusammen stellen sie das Ereignis im kleinen Maßstab dar. Hey John, wie geht's? Gut. Hier, Kommandante. Wir haben hier einen Blick von oben. Wir benutzen die Laser als Maßstabsmodell für die Bewegungen des UFOs und des Flugzeugs. Ich kann die Bewegung der Geschwindigkeit auf der Karte anpassen. Wo war das Flugfeld? Der rote Laser zeigt Ihr Flugzeug an, das ungefähr 1600 Stundenkilometer schnell ist. Santa Maria benutzt den roten Laser, um seine Position während der ersten Attacke zu bestimmen. Er kam auf 900 Meter in Gefechtsposition und feuerte 64 Salven ab. Er weiß, dass er getroffen hat, aber es passierte nichts. Keine Explosion. Das Objekt bewegte sich sehr schnell davon. Es bewegte sich davon und stieg auf. Plötzlich stoppte es. Er stieß fast damit zusammen. Also drehte er nach rechts ab, um eine bessere Schussposition zu bekommen. Als er auf 900 Meter dran war, aktivierte er seinen Post-Combustor. Den Nachbrenner? Nachbrenner, nach der Zündung. Ja, plötzlich stieg das Objekt wieder auf. Der unglaublichste Teil dieser Geschichte, als er auf Nachbrenner geht, macht das UFO einen Fluchtversuch nach oben. Santa Maria zieht ebenfalls nach oben. Inzwischen ist er 1600 km/h schnell. Aber das UFO stoppt mitten in der Luft. Als er vorbeifliegt, folgt ihm das UFO. Ein unmögliches Manöver. Er flog mit Überschallgeschwindigkeit und als er an dem Objekt vorbeizog, ging es neben ihm nach oben. Beide steigen vertikal auf und dann? Er konnte nicht über 19.000 Meter und hatte Atemnot. 19.000 Meter hoch verliert Santa Maria die Kontrolle über sein Flugzeug. Die Su-22 kann nicht über 18.000 Meter aufsteigen und er dreht ab. Schließlich fliegt er zurück zur Basis, ohne noch eine letzte Attacke geflogen zu haben. Nach der Besprechung des Flugplans und der Manöver heben Joker, Ted, Bill und der Baron ab, um die Details dieser seltsamen Begegnung nachzustellen.
haltet die Augen offen. Der Himmel gehört uns nicht allein. Die UFO-Hunter sind wieder in der Luft. Er greift jetzt an. Peng, peng, peng. Sie wollen diesen Fall ein für alle Mal lösen.